Die Franzosen errangen einen überwältigenden Sieg in der Schlacht von Pont-Vallon. Zum ersten Mal während des Krieges waren die Engländer eindeutig geschlagen worden. Doch der Triumph währte nur kurz. In den nächsten 60 Jahren gewannen die Engländer nach und nach französische Gebiete durch Bündnisse und Siege in großen Schlachten, wie etwa bei Azincourt. Es schien, als könnte die Engländer nichts aufhalten. Wer hätte damals ahnen können, dass ein junges Bauernmädchen den Lauf der Geschichte ändern würde? . 1429 befand sich Frankreich in großer Bedrängnis. Nirgends war das deutlicher sichtbar als in der belagerten Stadt Orléans. Die Stadt war vollständig von Befestigungen der Engländer umringt. Doch nur ein paar Tagesritte entfernt, in Chinon, gab es potenzielle Hilfe. Der Kronprinz Frankreichs, der Dauphin Karl, hatte sich in seiner Festung verschanzt, doch man forderte von ihm, Orléans zu retten. Während Karl noch zögerte, erschien ein junges Bauernmädchen an seinem Hof. Ihr Name war Johanna von Orléans. Sie behauptete, Heilige wären ihr erschienen und hätten ihr eine göttliche Aufgabe übertragen, Karl zum Thron zu verhelfen und die Engländer für immer aus Frankreich zu vertreiben. Karl war skeptisch, doch ihre Rechtschaffenheit überzeugte ihn bald. Und er erteilte der 17-Jährigen einen fast unmöglichen Auftrag: die Befreiung von Orléans. Für Johanna war das der erste Schritt auf dem Weg zu ihrem gottgegebenen Schicksal. Im April 1429 ritt sie an der Spitze ihrer Armee aus den Toren Chinons, um die verhassten Feinde Frankreichs herauszufordern. Verzweiflung machte sich in dem von englischen Festungen umgebenen Orléans breit, als die Engländer gegen seine letzte Verteidigungslinie vorrückten. In Frankreichs dunkelster Stunde erschien die 17-jährige Johanna von Orléans mit der Armee des Königs, um eine Stadt zu befreien und den Untergang einer Nation zu verhindern. Die Engländer hatten die bedeutende Befestigungsanlage Les Tourelles am Südufer der Loire erobert. Das Überleben von Orléans hing von seiner Versorgung ab. Die Rückeroberung von Les Tourelles war unverzichtbar, um die Stadt zu retten. Bien, was soll? Ici le commandement incontinent, compagnon. Présence, bien ordonnée. Soyez prêts. Veillez les services. Allons, ce sens plus attendre.
Position. Marchez vers Yes. Perfect. À la sol. Ramon crie. À bas. Je gagne mon gage. Obéir. Der englischen Belagerung hatte Orléans überlebensnotwendige Vorräte angefordert, doch die englischen Patrouillen drohten, ihre Ankunft in der Stadt zu verhindern. Damit Orléans Vorräte erhalten konnte, würden die Franzosen die Straße von den englischen Plünderern befreien müssen. Pex, veici les commandements, si Pex le sera. Bien vos oi, incontinent. Soyez prêts, si Pex comme toi. Voyez quand je commande, avant. Apertis. Pex, veici les commandements. À mon cri, avant. Die Versorgungskolonne traf in der Stadt ein und lieferte der französischen Armee das dringend benötigte Gold. Das Prenant, Trompe de Trick! Quel serait le coup de verre?
Sauberes, los despachtons, prima. Chessmets, was sauberes, Tim. Fex, perfekt, à l'artonne. Coréo, arrive à Isara. Dicte-moi. Test vos commandements. Ça, avant. J'y besoin. Sifect sera. Thanks, Baudestrière. Voice l'ennemi. Commande compagnon. Marchez. Access. Retraillez vos amouis. Soyez prêts. Faites-y les tablis. Als sich eine weitere Versorgungskolonne der Stadt näherte, besetzten englische Plünderer die Straße. Die Franzosen mussten den feindlichen Trupp bezwingen, um die Vorräte zu erhalten. Die Franzosen bezwangen die englischen Plünderer und gewährten der Versorgungskolonne sichere Durchfahrt in die Stadt. Bei jeder Warenlieferung nach Orléans besetzten englische Plünderer die Straße, um reiche Beute zu machen. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Hey, und jetzt, was sagen wir?
tous sont prêts. Weldon, viens entraîner. Je passe comme un demande. Comme Peignot, fais ici les commandes. Annonce les guerres puissantes, Annonce. Annonce ça, très simple. Attendez les commandements. Alors, Batidus. Soyez express, si fait comme toi. Sommes en ordre, si comme vos voldrez. Pex, je fais vos commandements. Oh, jetzt marsch hier rien, moi, très stutz. Lance devant nos salaires. Que va les bastir? Toast ya, Laurets. Lance bâti, je sais tuer. Bonne. Oh, jetzt les commandements. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Thank you.
Richtung Versailles. A chestman's boat out. Avant, over his deck. Over his deck. A bunch of fuck. Da die westliche Festung zerstört war, konnten die Franzosen die Loire auf dieser Route sicher überqueren. Soyez spécifique que sera. Parfait. À la fin. Présent. Bien ordonné. Dicte-moi vos perfect. À la fin. Je fais vos commandements. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Let's go!
Prends votre service. Soyez prêts, faites un fait à la sortie. Die Tyrell war der Dreh- und Angelpunkt der englischen Belagerung von Orléans und blockierte die wichtigste Versorgungsroute in die Stadt. Sollte es Johanna von Orléans gelingen, Les Tourelles zu erobern, würde Orléans endlich frei sein. Ein weiterer Handelskonvoi traf mit zusätzlichem Gold in Orléans ein, um die Armee zu verstärken. Die königliche Armee vertrieb den verhassten Feind Frankreichs aus Les Tourelles. Als diese Straße zur Stadt wieder in französischer Hand war, gaben die Engländer ihre Belagerung Orléans auf. Johanna, die den Sieg an der Spitze des französischen Heeres errungen hatte, würde für immer als die Jungfrau von Orléans in Erinnerung bleiben.